Hallo Schatzis, da bin ich noch mal. Komm, einer geht noch. Einmal gucke ich noch für euch in die Karten heute, wenn ich schon hier sitze, ne? Weil ich habe nämlich ein neues Deck für euch. Vielmehr, das Deck an sich ist nicht neu. Das habe ich schon viele Jahre. Wurde mir auch mal mit der Post geschickt aus der Community. Und ich hatte jetzt so den Drall gehabt, ich stelle da mal eine Anfrage, ob ich damit legen darf. Habe eine Genehmigung erhalten, freue mich sehr. Bester Dank geht raus an Julin Verlag. Und das ist der Everyday Witch Tarot. Ich verlinke euch natürlich dieses Deck in der Infobox. Gibt es überall und ist echt süß, muss ich sagen. Ne? Wollen wir mal sehen, wollen wir mal hier den Hexenbesen reiten. Gell? Wir machen jetzt nochmal ein kleines Liebesorakel. Schön, dass ihr alle noch mal da seid, wieder da seid, immer noch da seid, wer weiß das schon. Ja, und da wollen wir einfach noch mal schauen. Wir legen ein ganz normales Kreuz und schauen einfach noch mal, wie die Situation zwischen dir und deinem Gegenüber sich so darstellt. Ne? Und wir ergänzen das Ganze mit Erat Aliquando und ziehen uns noch ein Rünchen. So könnte es was werden. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Natürlich auch bei allen, die dem Jonanderlein ein Abo dalassen, einen Like oder einen lieben Kommentar. Und jetzt kommt hier das, was ich euch geben kann. Und gerade habe ich ein kleines Zeitfensterchen. Und da nehme ich mir dann auch gerne die Zeit für euch. So, worum geht es denn hier überhaupt? Die drei der Münzen. Ne? Drei der Münzen ist immer so die Karte von Teamwork. Man macht etwas gemeinsam, etwas gemeinsam tun. So, da stehen sie. Drei Personen und auch drei Katzen. Ja, und betrachten das Werk, was sie bereits geschaffen haben. Und man sieht deutlich, dass die hier überlegen, was könnte man denn hier noch verbessern. Die drei der Münzen ist auch so die Karte der Verbesserung. Es wird aus einer Situation das Beste rausgeholt. Das ist eine Teamarbeit, man macht was gemeinsam und man überlegt, was könnte man jetzt hier noch verbessern. Und wir legen ja hier auf die Liebe und deswegen schauen wir jetzt erstmal mit Erat Aliquando, deine Geschichte bist du weiter, um was es hier genau geht. Worum geht es denn hier? Was kann denn hier verbessert werden? Und was steht denn hier überhaupt an? Ne, das hätten wir jetzt gerne schon noch mal ein bisschen deutlicher. Da haben wir schon mal ein Nein drauf liegen. Und das Eichhörnchen. Ja, das ist für mich völlig klar. Was hier nicht funktioniert und was besser werden darf, ist die Kommunikation. So, in dieser Verbindung wissen eigentlich die Beteiligten, dass hier die Kommunikation nicht funktioniert. Und da wird dran gearbeitet. Die Kommunikation wird verbessert werden. Also ich setze das jetzt auch mal so voraus. Die Tarotkarte steht über Erat Aliquando. Es geht darum, dass in dieser Verbindung an der Kommunikation gearbeitet werden darf, weil die funktioniert nicht. So einfach ist das. Das Nein sagt, es funktioniert nicht. Und das Hörnchen, das Eichhörnchen, das steht für ganz viele Missverständnisse. Was sich hier bei mir zeigt, ist eine missverständliche Kommunikation in deiner Situation. Wenn du jetzt sagst, jawohl, das ist bei mir so, die Kommunikation ist hier alles andere als rosig, hier läuft es überhaupt nicht. Ständig gibt es Missverständnisse, man versteht sich falsch, das geschriebene Wort kommt falsch an oder Worte, die zu dir kommen oder Worte, die du sprichst, werden beim Gegenüber völlig falsch verstanden. Da ist quasi das Eichhörnchen in der Leitung. Das Eichhörnchen stellt ja Verbindung her, ne? Und das Eichhörnchen ist ja angelehnt an unseren Freund Ratatosk aus der nordischen Mythologie und der flitzt den Weltenbaum Yggdrasil hoch und runter. Und was macht er? Der kann nämlich so ein kleiner Stinker sein. Der hetzt nämlich den Adler in der Krone und den Drachen in der Wurzel gegeneinander auf, ne? In der Wurzel. Im kosmischen Gleichgewicht, da nagt ja der Drache Nidhögg, der gehört dahin, weil in dem Moment, wo ein Gleichgewicht herrscht, in dem Moment ist es akut bedroht. Ne? Und dafür steht eben der Drache, der frisst an der Wurzel und der Adler, der wacht in der Krone. Und die beiden, die kennen sich überhaupt nicht, die haben sich noch nie gesehen. Und das Eichhörnchen flitzt hoch und runter und erzählt halt Unwahrheiten. Es lügt. Ne? Es erzählt Schwudden. Schoten und die beiden können sich nicht leiden. Die kennen sich nicht, aber sie hassen sich. Das sind Erzfeinde. So. Und das ist die Schattenseite des Hörnchens. Ja, das ist dargestellt mit der dunklen Seite. Die helle Seite des Hörnchens, ne, steht dafür,
dass das Eichhörnchen ganz einfach auch eine Verbindung herstellen kann. Es könnte ja auch freundliche Dinge sagen. Es könnte ja auch ein Vermittler sein. Das ist ja so die Kraft des Eichhörnchens an sich. Das ist ein Vermittler zwischen den Welten. Und das funktioniert hier nicht. Hier wird nicht vermittelt, sondern hier wird, kann sogar sein, dass ihr so eine Art Kobold in der Kommunikation habt. Ihr habt einen Kobold in der Leitung. Das kommt mir gerade so. Du kommunizierst mit deinem Gegenüber, da ist eine Energie in der Leitung. Und mit Leitung meine ich mit dem Draht, den ihr zueinander habt. Und die freut sich und reibt sich die Hände und freut sich, dass es stören kann. Weil hier gibt es ständig Missverständnisse in einer Beziehung. Und das, was gesagt wird, wird völlig falsch übertragen, also anders übermittelt. Ne? Das kann eben auch für dieses Licht-Schatten-Ding sein. Jemand sagt was, meint es gut, das ist das Licht und ankommen tut der Schatten. Ne? Missverständnisse in der Kommunikation und das darf sich bessern. Und da wird dran gearbeitet. Wie kann man hier die Kommunikation verbessern? Das ist eigentlich so das Top-Thema. Ne? Schauen wir mal, vielleicht bist du da in Resonanz. Ne? Dass einfach die Kommunikation sich als schwierig gestaltet. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Welche Mondrune oder welches Symbol liegt denn auf dem Top-Thema? Die Algis. Also da schalten sich jetzt wirklich lichte Kräfte ein, weil die Algis, das ist quasi der Draht nach oben. Die Rune Algis ist eine Schutzrune. Die ist auch der Stützbalken. Das heißt, hier wird auch die Kommunikation unterstützt werden. Und die Algis ist auch wie so ein Trichter, der das Licht vom Himmel auf die Erde kommen lässt. Also hier wird dafür gesorgt, dass das Hörnchen lichtvoll ist. Die Kommunikation wird hier mit der Algis sich verbessern. Es kann also sein, dass in deiner Situation im Moment die Kommunikation nicht läuft. Missverständnisse, die Dinge kommen falsch an, die Gerüchteküche brodelt, das kann auch noch sein. Ja, dass hier ganz einfach Gerüchte zwischen euch stehen. Du hast etwas über dein Gegenüber erfahren, das wurde dir gezwitschert. Ja, von der alten Dame hinter der Gardine, ne? Ich denke dann immer so an die Else Kling, das, die war ja sensationell, ne? So hinter der Gardine hat sie dann immer so alles beobachtet und hat dann halt losgelassen, dass sie das so gesehen hat. Und es kann auch sein, dass dir ein Gerücht erzählt wurde, wo du jetzt völlig schockiert bist, wie kann denn das sein? Ja, dann solltest du auf jeden Fall den Wahrheitsgehalt erstmal hinterfragen. Ne? Das Licht wird sich hier durchsetzen. So, das können die Gerüchteküche sein oder jemand sagt was, was er überhaupt nicht so gemeint hat. Er meint es gut, bei dir kommt es schlecht an. Ne? Da haben wir hier auch die Gegensätze von Licht und Schatten, ein Spiel von Licht und Schatten. Eine unklare Kommunikation, eine Kommunikation, die immer wieder unterbrochen wird. Also eine völlig unzufriedenstellende Kommunikation und durch die Algis wird es besser und die 3 der Münzen zeigt hier auch eine Verbesserung an. Wobei die 3 der Münzen halt auch nur eine Verbesserung ist. Also es sagt jetzt nicht, die Kommunikation wird von absolut untauglich jetzt sensationell. Das würde ich nicht sagen, sondern einfach Dinge klären sich. Die Kommunikation wird wieder leichter, wird wieder besser. Missverständnisse können aus der Welt geräumt werden. Gerüchte relativieren sich, werden entschärft. Ne? So, dann schauen wir jetzt erstmal, wie stehst du denn zu der ganzen Sache jetzt? In welcher Energie liegst du denn? Die 5, Jesus, nee, die 5 der Schwerter, also das lässt vermuten, dich hat hier echt was getroffen, gell? Also dir ist dir hier, also hier sind dir also unter Umständen Worte um die Ohren geflogen. Guckt euch das mal an, also ich finde die Karten echt toll. Wir haben hier einen Hexenkessel und der brodelt und blubbert an allen, ich wollte schon sagen Ecken und Enden, aber er ist ja rund, in seinem ganzen Sein. Und hier ist das Fässchen übergelaufen und hier fliegen dir die Schwerter um die Ohren. Wo ist denn überhaupt das 5? Ich sehe ja hier nur 4. Nee, 1 hat sie in der Hand. Genau. Sie hier hat 2 in der Hand. Also du hattest vielleicht, angenommen, du bist diese 3 Personen alle selbst. Du hattest zuerst die Lage noch im Griff, konntest gut die Dinge kompensieren. Und als die Person, ja, ist dir die Lage entgleist. Und als diese Person hast du die ganze Sache nicht mehr unter Kontrolle. Dann ist das Fässchen übergelaufen. Also es zeigt mir hier auch, du hast hier länger probiert,
die Energie zu kontrollieren, ne? Diese Messer festzuhalten. Und das ist dir nicht gelungen. Und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. So könnte man es sagen, hier ist das Maß voll, es ist übergekocht, dich hat hier was unter Umständen zutiefst getroffen. Tja, und dann ist die große Frage, wie geht es damit weiter mit der ganzen Situation? Die 5 der Schwerter ist die Zahl 60, die steht für den verlorenen Krieg. So, und das ist die, also die Lehre dieser Karte ist, dass es im Krieg niemals einen Gewinner gibt. Also auch der vermeintliche Sieger hat verloren. In so einer Kampfenergie, da gibt es immer zerrissene Hosen und da freut sich auch der Sieger nicht. Das ist ganz einfach so. Das kannst du nur mit Frieden lösen. In so eine 60er-Energie sollte man am besten gar nicht reingeraten, aber hier ist es geschehen. Du bist verletzt worden und jetzt reicht's, ne? Und das kann über Kommunikation geschehen sein, ne? Das kann über Kommunikation geschehen sein. Dann schauen wir mal. Ja, ganz genau so ist es nämlich, ne? Und dann kann ich jetzt schon mal sagen, wenn in Erat Aliquando beide fallen, ja und nein, dann sieht man da auch die Reibung, ne? Das finde ich immer sehr bezeichnend, wenn ja und nein gleichzeitig fallen in einer Legung, da ist Reibung. Hier reibt sich was. Und wie heißt es so schön? Ein Stein allein reibt sich nicht. Ja, und sind wir mal gespannt, was hier bejaht wird. Hol dir hier einen guten Rat ein. Ja? Der Uhu. Das ist unter Umständen ein guter Freund. Ein weiser Ratgeber kann auch ein Geistführer sein. Ja? Weil der Uhu kennt hier die Lösung. Und er kann dir auch sagen, wie du diese Nuss knackst oder eben wie diese Geschichte weitergeht. In dem Buch steht, du bist alles, alles bist du. Du darfst dir hinterfragen, warum es hier so geschehen ist. Du darfst hier vielleicht auch das Gute im Schlechten finden. Weil es kann sein, dass dir hier unter Umständen ein Thema getriggert wird. Das heißt, es musste so weit kommen. Diese Verletzung dient dir, weil die vielleicht ein altes Thema in dir hochholt, wo du ran darfst. Und das gilt es zu erkennen. Na? Du sollst hier vielleicht im Buch deines Lebens lesen, ja? Wo ist dir eine solche Situation schon mal begegnet? Was hat es damals mit dir gemacht? Oder ist das so eine alte Wunde, die da aufgebrochen ist? Ne? Wo liegt hier das Gute im Schlechten? Ja, frag den Uhu. Ne? Der Uhu weiß den Rat. Wie gesagt, es kann dein Geistführer sein oder eben richtig gute Freunde, die dir zur Seite stehen, die dir halt auch einen ehrlichen Rat geben. Dir wird hier weitergeholfen, wie du dich jetzt verhalten kannst. Und das finde ich richtig gut. Ne? Ich denke ja da immer an den, bei dem Uhu, also den habe ich ja gezeichnet. Ne? Da hatte ich gedacht an den Uhu Shuhu aus dem kleinen Gespenst. Ne? Und das kleine Gespenst und der Uhu Shuhu, das sind ja richtig gute Freunde. Ne? Obwohl das kleine Gespenst den immer gesiezt hat. Ich finde das lustig. Ne? Das kleine Gespenst hat ihn immer gesiezt. Und der hatte immer einen guten Rat fürs kleine Gespenst übrig und konnte dem kleinen Gespenst dann auch helfen, als es ganz schwarz geworden war und zum Taggespenst geworden ist, aus Versehen, ne? Weil es die Uhr umgestellt hat. Also das kleine Gespenst hat halt durchaus auch ein bisschen Mist gemacht und der Uhu wusste dann eben, wie es wieder zum Nachtgespenst werden konnte. Ne? Also es kann auch sein, dass du bewusst oder unbewusst zu dieser Situation beigetragen hast, mit der du jetzt nicht klarkommst, ne? Nämlich zu dieser missverständlichen Kommunikation. Na, also irgendwo liegt da der Hase im Pfeffer. Schau mal, du wirst hier weisen Rat erhalten. Ja, verbinde dich mit deinem Geistführer oder mit deinem geistigen Team, ja, oder mit deinen Freunden. So, welche Rune liegt da drauf? Ich habe gefischt und... hier, das ist eine, die habe ich geschenkt bekommen. Energie. Also das ist eine Rune Raido mit einer Ansus dran. Ich habe mir aber aufgeschrieben, die soll für Energie stehen. Und das ist für mich ein Zeichen, dass hier auf dieser Verletzung eine starke Kraft liegt. Also hier ist was dir richtig um die Ohren geflogen. Und diese Energie, die gilt es jetzt zu kontrollieren.
Ne? Sagt auch der Kuckuck. Weil wenn du jetzt diese Energie nicht kontrollierst und das Ganze runterkochst, dann kontrolliert es dich. So weit darf es nicht kommen. Ja? Also verbinde dich mit deinem geistigen Team, mit deinem Geistführer und oder mit deinen Freunden und gehe mit dieser Situation um. Es wird hier eine Verbesserung reinkommen. Das Licht ist hier stärker. Die Kommunikation wird sich verbessern. Die wird lichtvoll sein. So, das ist schon mal sehr positiv. Jetzt schauen wir mal das Gegenüber, weil der ist ja Teil des Hörnchens. Ne? Das ist ja hier schließlich eure Kommunikation. Jetzt schauen wir mal, wie der da so liegt. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, da ist es auch schon. Aha, der liegt hier, guck mal da. In der 11, das ist die Gerechtigkeit. So, und da sitzen sie hier, die beiden Faure-Katzis. Ne? Also, das ist hier vielleicht auch so halb an ihm vorbeigegangen. Er guckt nur mit einem halben Auge hin. Da fangen wir erstmal an. Er guckt nur mit einem halben Auge hin. Er hat hier vielleicht eine Energie reingegeben über das Eichhörnchen, über die Kommunikation und war halb abgelenkt. Nicht ganz bei der Sache, weil er ganz einfach auf einem Auge nichts gesehen hat, weil das ist für mich auch so ein Zustand von, er hat nur einen halben Überblick. Ne? Das könnte es bedeuten. Das hat so was Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Ne? Ich habe aber noch was auf der Zunge. Es kann auch sein, dass er inzwischen erkannt hat, dass er dir über die Schwelle getreten ist. Er hat gesehen, was passiert ist und mit dem anderen Auge hält er Innenschau. Das ist auch möglich. Die Kopfbinde kann auch bedeuten, er macht sich Gedanken. Ne? Also Kopfbinde um Kopf von Personen in Tarotkarten steht auch immer oder zeigt auch immer gebundene Gedanken an. Also jetzt hat er Kopfkino an. Ne? Kann auch sein, die Innenschau, er malt sich jetzt aus, oh Gott, was habe ich da eigentlich so gesagt, ne? Oder geschrieben oder getan oder gemacht. Ne? Und dann haben wir hier die beiden faure Katzis. Auf jeder Seite der Waagschale sitzt ein Katzi. Und das bist du und dein Gegenüber. Ne? Es zeigt also auch schon, dass auch du ihn verletzt hast. Das kann in der Vergangenheit gewesen sein, das kann auch aktuell sein. Und dass ihr dann dadurch in so eine Spirale gekommen seid. In eine Spirale des gegenseitigen sich Anfaurens. Ne? Also irgendwo ist in eurer Kommunikation, hat sich so ein Troll eingeschlichen. So ein süßer, puscheliger Eichhörnchen-Troll. Die sind ja echt süß, die Hörnchen. Ne? So ein Schwanz wie eine Klobürste, ne? Und huscht da in eurer Leitung rum. Und sorgt für Missverständnisse. Ne? Und treibt sich da so seinen Schabernack. Also es kann wirklich sein, dass in eurer Kommunikation, in eurem Feld sich eine Energie eingeschlichen hat, die dafür sorgt, dass ihr euch anfaucht. So, und dann sieht man aber auch, du hast hier auch deinen Anteil im Sinne von, zum einen wehrst du dich natürlich, zum anderen kannst du aber auch austeilen. Also auch du hast die Krallen ausgefahren und das, was du jetzt empfindest, das kennt er auch. Ja? Und da ist irgendwie so eine Energie drin, die immer wieder lebendig wird. Also die Kommunikation läuft hier nicht. Die ist immer so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ne? Jedoch, er liegt ja hier in der Gerechtigkeit. So, Saat und Ernte. Er will ja hier Gleichgewicht schaffen, studiert hier schon ein dickes Buch. Ne? Das hat ihm vielleicht der Uhu ausgeliehen und hat gesagt, nee, Freund, pass mal auf, ich komme mal hier rüber geflattert. Ne? Ich bin ja hier sozusagen der Therapeut. Ne? Also der Uhu kann auch durchaus therapeutischer Rat sein und hat ihm nahegelegt, les mal auf Seite 328, Zeile 5 bis 10. Ne? Da wirst du vielleicht ein bisschen schlauer. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dein Gegenüber steigt hier durch. Es kann sein, weil ich finde, im Gesicht dieser Person ist hier so eine gewisse Erkenntnis. Das ist so, und sie lässt das Buch auf den Schoß sinken und sagt so, ach.
Ne, da fällt ihr fast schon die Waage aus der Hand mit den zwei Katzen, die da inzwischen ganz schön schwer werden. Ne? Also wenn da mein Tayo drauf sitzen würde, hier als das weiße Katzi, da das ist ein ganz schöner Mobby. Ne? Das hältst du nicht lang, da kannst du länger so einen Maßkrug wahrscheinlich halten. Gell? Aber gut, die Katzi-Waage. Ne? Also hier dämmert's. Bei mir kommt rein, deinem Gegenüber dämmert hier was. Ach, so ist das angekommen. Okay. Und er weiß auch, dass die Kommunikation zwischen euch nicht funktioniert. Das ist ihm bewusst. Er betreibt Innenschau und es kann sein, dass das Ganze passiert ist in einem unbedachten Moment, wo er wirklich nur so halb bei der Sache war. Ne? Das kommt mir so rein. So, und dann schauen wir mal, was da noch so drauf liegt. So, er weiß ganz genau, dass hier eine Begegnung unter vier Augen echt überfällig ist. Das Ganze, was euch da trennt, könnt ihr nur im Gespräch klären. Die gute Stube steht für das Zimmer. Die steht für einen Raum, wo man reingeht und die Tür hinter sich zuzieht. Der Überfluss steht in dem Fall für das Überfällige. Das, was ihr hier zu klären habt, müsst ihr persönlich klären und nicht über das Handy, über den Draht, über die Verbindung, über den Kontakt, über die Kontaktliste, über Telegram, Instagram, Dingstagram, Bumstagram, was weiß ich, Instagram, Pentagram, sondern face to face. Und das ist ganz einfach an der Zeit. Das weiß er auch. Ihm ist das hier bewusst, dass es bei euch nicht läuft. Es gibt vielleicht auch Dinge, die will er nicht sehen. So, und dann kommt eine Erkenntnis, aha, die hat er plötzlich. Vielleicht hat er sich auch einfach nochmal durchgelesen, was er so vom Stapel gelassen hat. Oder sich angehört, was er gesprochen hat. Das ist ja auch das Buch. Ne? Also das ist was, das muss geklärt werden. Hier muss ganz einfach ja tatsächlich mit der guten Stube eine Begegnung her. Das ist ja echt spannend. Mit der Rune. Thurisas. Jesus, nee. Das ist quasi das Stemmeisen. Also das ist natürlich, also die Rune Thurisas ist die Rune der Riesen, die Rune der Thursen. Das ist Thors Rune auch, ja. Thors Hammer, kann man sagen. Also entweder bricht da ganz krass was auf und es kommt hier zum Ausbruch, in dem Fall aber auch zum Ausbruch der Gerechtigkeit. Es kann aber auch sein, dass dein Gegenüber sehr gewaltig sein kann, auch in der persönlichen Begegnung. Ne? Das muss ich jetzt dazu sagen. Andere Variante, das ist sicherlich bei jedem unterschiedlich. Die Thurisas ist auch der Dorn. Und der Dorn schützt die Rose. In Klammern, ja, ich weiß, dass Rosen Stacheln haben. Das haben wir in der Community schon oft erörtert. Die Rosen haben eigentlich Stacheln. Weil ein Dorn ist mit dem Ast verwachsen, zum Beispiel beim Weißdorn oder beim Schwarzdorn. Müsst ihr euch mal angucken, seht ihr den Unterschied. Stacheln sitzen oben drauf. Ne? Ein Kaktus hat zum Beispiel Stacheln. Aber wenn das Dornröschen jetzt auf einmal Stachelröschen heißen wird, wäre der ganze schöne Zauber dahin. Und deswegen bleiben wir dabei, eine Rose hat Dorn. Okay? So, und der Dorn schützt die Rose. Und es kann auch sein, dass er hier so, dass er das Gefühl hat, er muss sich auch schützen. Warum er sich schützt? Vielleicht, weil er viel fühlt. Das ist jetzt ein Beispiel. Ne? Weil er viele Gefühle hat und hat Angst, verletzt zu werden. Ne? Dann ist es auch so ein Moment, wo ein Mensch sich schützt und ganz einfach da einen Schutz hochfährt. Möglichkeit 1. Ne? Gut, wir konnten eine Karte draufziehen. Warum schützt er sich? Die Rune Thurisas, die reißt aber auch den Ackerboden auf. Und das kann jetzt auch sehr positiv sein. Jetzt stellt euch vor, der knochentrockene Ackerboden und da soll eine Saat reingebracht werden. Und wenn du jetzt so eine Saat hast, eine Aussaat und streust die so aus auf so einen ganz trockenen Boden
und es regnet, dann spült es die ganze Saat weg. Der Boden ist so knochentrocken, der kann überhaupt kein Wasser aufnehmen. Das heißt, da muss erst ein Flug durchackern. Und so ein Flug reißt die Verkrustung von Mutter Erde auf, reißt den Ackerboden auf. Und dann kommt die Saat rein. Und dann kommt der Regen und die Sonne. Und dann ist hier durch die Rune Flurisas, durch die Verletzung, die zugefügt wird an Mutter Erde, ein neues Leben auch möglich. Die Flurisas kann auch die Verletzung sein, die du ihm irgendwann mal zugefügt hast. Ja, und er hat dich zurückverletzt jetzt. Ne? Ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, du machst ja hier gerade die Erfahrung der absoluten Verletzung und die ganze Situation entgleist total. Das hat er schon längst durch. Er ist hier schon verletzt. Ne? Die beiden Katzen fauchen beide. Das kann nämlich sein, dass er dich zurückverletzt hat. Das ist eine Retourkutsche. Ist auch möglich. Und dass diese Rune eben zeigt, er ist hier verletzt, jedoch aus dieser Wunde entspringt ein Neuanfang oder ein neues Leben. Ne? Also man kann eben aus den Wunden auch schöpfen. So, jetzt würde ich gerne noch mal wissen, wenn er hier in Schutzmechanismus geht, in Schutzmodus, vor was schützt er sich denn? Vor was hat er hier das Gefühl, muss er sich schützen? Ja, vor seinen Gefühlen, damals, vor der Neun der Kelche, vor zu vielen Gefühlen. Also das ist jetzt ja schon sehr deutlich. Ne? Also wenn du jetzt hier dich mit deinem Gegenüber in der guten Stube triffst, ihr macht die Tür zu, ihr sitzt euch gegenüber, trinkt ein Getränkchen, ein Bierchen, ein Weinchen, ein was auch immerchen, Käffchen, Gedönschen und sagt hier, Butter bei die Maiskölbchen, gell? Was ist hier überhaupt los mit uns? Wo klemmt's denn hier? Dann kann es sein, dass du das Gefühl hast, er lässt dich nur ein Stück weit an sich rankommen. Dann schützt er sich, weil er hier so viele Gefühle für dich hat. Also die 9 ist die höchste einstellige Zahl. Mehr geht nicht. Mit der 10 wird die 1 mit der 0 auf den Punkt gebracht. Also die 10, da geht die Zahlenreihe von vorne los. Da wird die 1 genullt. Nee, nicht genullt. Die 1 wird mit einer 0 zweistellig gemacht. Ja, und dann kommt die 11 und die 12, bis man dann bei der 20 ist. Aber die höchste einstellige Zahl ist die 9. Und die 9 ist das höchste Maß der Gefühle. Mehr Gefühle gehen nicht. Weil mit der 10, da ist schon wieder Ex oder Hop, alles oder nichts. Da verändert sich komplett die Energie. Mit der 9 hat er ganz viele Gefühle für dich, so viele, wie er irgendwie nur fühlen kann. Und unter Umständen will er das nicht zeigen. Also er schützt hier seine Gefühle, da steht eine Angst dahinter. Weil verletzt hast du ihn ja unter Umständen schon, ne? Mit der Sodisas. Verletzt hast du ihn schon. Der hat Angst vor einer neuen Verletzung und hat dich hier vielleicht auch verletzt durch seine schnippische, kratzbürstige Kommunikation. Irgendwas ist ja anscheinend vorgefallen, wenn du in Resonanz bist. Aus seiner eigenen Wunde heraus hat er dich voll geblutet, ja. Na, und man sieht hier mit den beiden Faure-Katzen, du hast auch schon ausgeteilt. Na, er kennt den Schmerz, den du da jetzt gerade hast. Spannend, ne? Und dann ist es auch so, du bist wahrscheinlich hier der Traum seiner schlaflosen Nächte mit der Kelch 9. Steht ja auch für die Wunscherfüllung. Du bist eigentlich das, was er sich wünscht. Aus irgendeinem Grund kann er es vielleicht nicht haben, wie er es gerne hätte. Ne? So, hätten wir das auch geklärt. Okay, dann wollen wir mal schauen, wie geht denn hier die ganze Sache weiter mit euch beiden Faure-Kätzchen. Mit der 6 der Münzen. Also hier kommt die Sache wieder ins Lot. Sensationell. Da hat sich doch schon mal hier die 3 verdoppelt. Ne? Also es wird hier besser, als man denkt. Aus 3 Münzen, die ganz am Anfang liegen, haben wir am Ende der Legung schon mal das Doppelte gemacht. Und die 6 der Münzen ist der Ausgleich der Energien. Gerechtigkeit. Also die Gerechtigkeit kehrt hier ein. Die Kätzchen werden wieder schnurren. Ne? Die werden schnurren und wieder schmusig sein. Und mit der Münz 6 bekommt hier jeder das, was er braucht. Und da wir hier demnach auf die Kommunikation klotzen, geht hier die Kommunikation in Heilung. Wir haben ja hier auch das grüne Gewand der mittleren Hexe. Ja? Und jeder bekommt das, was er braucht, damit er glücklich, zufrieden und Heilung ganz ist. Ne? Ganz genau so sieht es hier nämlich aus.
So, und dann schauen wir noch, was wir hier noch haben. Yay. Natürlich, ein Lächeln taucht tief. Da haben wir hier noch neue Möglichkeiten. Wir haben die ganz leere Karte. Aha. Und wir haben der Tschatzilein. Er wird hier was draus machen. Also das mit dir ist unter Umständen etwas, was er auch in der Form noch nicht hatte oder so nicht kennt. Ne? Und hier kommt das Gleichgewicht rein. Hier ist, man kann so sagen, Ende gut, alles gut. Die Sache klärt sich auf. Und er hat jetzt die Möglichkeit, was draus zu machen. Ob er was draus macht, das wissen wir nicht. Er kann aber was draus machen. Ihm offenbart sich hier ein völlig neues Feld. Das ist vielleicht auch die Chance, die du euch gibst. Und es ist jetzt an ihm, aktiv zu werden und die Kommunikation zu verbessern, an sich zu arbeiten oder. Da sich hier die leere Karte zeigt, zeigen die Karten uns ganz deutlich, dass die Karten sagen, wir wissen noch nicht, ob er was draus macht. Deswegen frage ich jetzt auch nicht weiter. Das müssen wir jetzt so annehmen. Aber er könnte was draus machen. Es ist an ihm. Es ist an ihm. Hier wird erstmal gelöst. Hier kommt ein Gleichgewicht rein in die Situation. Und er kriegt hier eine Chance, was draus zu machen. Dann werden wir mal sehen, ob er das schafft. Ne? Und welche Rune liegt denn da noch drauf? Ich habe gefischt und geangelt. Die Kenas. So, und das ist der Funke. Und das ist so, als ob da wieder ein neuer Funke im Zunder liegt. Ne? Da kann ein neues Feuerchen draus werden. Es kann auch sein, dass er seine Möglichkeiten betrachtet. Ne? Das ist auch das Auge. Das ist wie so ein Augenlid von der Seite. Es kann auch sein, dass er beobachtet. Aber das glaube ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, er kriegt hier mit der Kenas ein deutliches Zeichen. Das ist auch so der Spiegel, wo die Sonne drauf fällt, wo man dann solche Lichtsignale schicken kann. Und da kann er jetzt was draus machen. Also ich glaube, du sagst ihm hier, was du dir wünschst. Und ich glaube auch, dass er mit der Kenas, dass es bei ihm gefunkt hat. Also bei mir kommt da auch rein, dass er verknallt ist. Das muss ich jetzt auch ganz deutlich sagen. Da ist eine Liebesenergie da, weil der Funke funkt auch, wenn es funkt. Ne? Und er kann hier was Neues draus machen. Er hat eine Chance von dir bekommen. Er hat ein deutliches Zeichen bekommen, was du dir wünschst. Und da muss er jetzt was draus stricken aus die Maus. Untere Karte. Die 5 der Münzen. So. Und die 5 der Münzen, das ist so die Energie, wo ich das Gefühl habe, die ist jetzt noch aktuell. Das ist so der Mangel. Jedoch, hier sieht man ja schon das warme, muggelige Haus, wo der Schornstein qualmt. Ja? Und man ist ja hier schon ganz nah am Ziel in die Geborgenheit und Wärme. Also es geht hier raus aus der Kälte und rein in die muggelige Wärme. Na, und auch hier für das Kätzchen gibt es ein Schälchen Milch. Also das wird hier schon werden. Und auch Erhard, Realität. Ne? Und das heißt auch, das, was hier liegt, was sich hier zeigt, kommt hier in die Materie. Die Realität steht immer fürs 3D. Das wird greifbar. Weil das, was zwischen euch steht, gerade ist nicht greifbar. Es wird aber greifbar werden. Also ich bin da guter Dinge, dass es sich klärt. Und dann kann er sehen, was er draus macht. Also mir kommt deutlich rein, dass du ihm hier ein Signal sendest, hier, Schatzilein, so und so sieht das hier aus, ne? So Zwinger, Zwinger, ne? Also so, ihr müsst euch jetzt halt mich vorstellen, ne? So Zwinger, Zwinger, wie ich halt immer so Zwinger, wenn ich so rein Zwinger, ne? Und er kriegt hier einen deutlichen Hinweis, ne? Ein Wink mit dem Zaunpfahl, sozusagen. Und da muss er jetzt sehen, dass er was draus macht. So, Schatzis, das war mein kleines Spezial, weil ihr das seid. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Legung dem einen oder anderen noch eine große Freude machen konnte.
Jetzt bin ich aber wirklich weg. Also, da freue ich mich sehr, wenn ihr mir ein Abo dalasst, ein Like oder einen lieben Kommentar. Und wir sehen uns dann später wieder. Ne? Ich schneide rein, wenn ich wieder reinschneide. Und jetzt schneide ich wieder raus. Habe die Ehre.